Ja, wir müssen auf unseren Podcast-Arzt warten, der gerade noch die Quiche aus dem Ofen holt. Nobody knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated. Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Episode 119 mit der Aufnahme am 4. Februar 2024. Und ich fürchte, das ist ja tatsächlich unsere erste Aufnahme 2024. Mhm. Schönes Neues in die Welt hinaus. Wieder am Mikrofon für euch der fantastische, hochbettbauende Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Hi Pascal. Hallo. Und zu dir habe ich geschrieben, die einzigartige Kongress-Marathon-Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi. Hallo. Und ich bin natürlich auch dabei, euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. An dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, ein Dank natürlich an unsere Unterstützerinnen insgesamt. Und aber ganz besonders und wie jedes Jahr ein riesiges Dankeschön an zwei Sonderunterstützer, wie beim letzten Jahr auch schon. Und ich finde es schön, dass ihr immer noch dabei bleibt. Denn Johannes H. und Winfried R., ihr bekommt auch 2023 eine Sondermedaille von uns. Und übrigens, schreibt uns mal eine Mail mit eurer Adresse, dann können wir uns auch irgendwie auch mal von unserer Seite sozusagen direkt und so bedanken. Dankeschön an euch von uns auch mal. Jetzt aber, Claudi, was erwarten denn unsere HörerInnen? Ja, wir sind endlich wieder zurück. Sorry wirklich für die lange Pause. Es ist nicht so, dass wir es nicht versucht haben. Wir haben es sehr hart versucht, an Interviews zu kommen, aber irgendwie manchmal ist echt der Wurm drin und dann klappt es irgendwie nicht. Deswegen hört ihr jetzt erst von uns. Aber, ich meine, das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt ein bisschen Pause war. Umso mehr Kurznews und Dinge haben wir mitgebracht, die passiert sind. Und ja, damit starten wir auf jeden Fall. Und Philipp und ich waren letzte Woche auf dem BMC-Kongress und haben da unsere Eindrücke und Impressionen mitgebracht und auch ein Interview. Dazu gleich mehr. Pascal hat was zu den DIGAs, zu den digitalen Gesundheitsanwendungen mitgebracht. Und im Interview haben wir diesmal Lena Kümmel. Sie ist persönliche Referentin des Landrats im Ostalbkreis und kümmert sich hauptsächlich um die medizinische Versorgung da. Und mit ihr sprechen wir über dialogische BürgerInnenbeteiligung, ob die geplanten Bundesgesetze auch auf ländliche Regionen passen und wie sie denn so zu den Gesundheitsregionen steht. Also ein bunter Themenmix am späten Abend des ersten Kongresstages des BMC-Kongresses. Und im Murks hat Pascal nochmal eine BMC Christmas Edition mitgebracht. Und in der geht es diesmal um metallische Gegenstände in einem aktiven MRT und was die dann so anstellen. Oder auch nicht. Und diesmal auch mit dabei eine extra lange Kontaktanzeige. Ja, aber jetzt erstmal zu uns. Wie ist es euch denn ergangen jetzt über den Jahreswechsel, über den Januar hinweg? Wir haben ja schon gehört, Pascal hat Hochbett gebaut. Sind alle Finger noch dran? Alle Finger sind noch dran. Das war das quasi Weihnachtsgeschenk für die Kids. Genau, das ist ein Etagenbett eines deutschen Herstellers, sage ich mal, ohne das ja Produktwerbung zu machen, aus massivem Holz und dementsprechend schwer. Das kam mit so einem, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, mit so einem Zwei-Mann-Transport. Das heißt, die kamen da runter, die waren auch ziemlich gut drauf und meinten so, aber ich dann so, die haben natürlich geklingelt und dann gefragt, wo müssen sie hin? Und ich so, naja, leider drittes Obergeschoss. Mit so, keine Ahnung, irgendwas insgesamt, also insgesamt sind 10 Pakete, irgendwas so Richtung 200 bis 250 Kilo insgesamt, ne? Und dann meinte war gut drauf und meinte so, ja, wenn sie beim Tragen helfen, beteiligen wir sie am Trinkgeld. Mega gut, ja. Also die waren auch so gut drauf und ich habe mich tatsächlich sowohl beteiligt als auch Trinkgeld gegeben, sofern man das hier sagen darf. Genau, ich ja schon wusste, was die da vorhaben und schleppen. Und jetzt haben wir das am Wochenende aufgebaut und steht und gefällt und ja, Kinder schlafen drin. Mal schauen, wie gut das so die nächsten Tage klappt. Ansonsten sind wir dabei, weiter fleißig Geld auszugeben und wollen uns vielleicht ein weiteres Lastenrad zulegen oder in diesem Fall eigentlich nicht unbedingt ein Lastenrad, sondern wir haben ja so einen Longjourner, also mit so einer Kiste vorne, da haben wir auch eins von, ohne jetzt Produktwährung machen zu wollen, ach, das kann ich sagen, ne? Schon lange hergekauft, so ein Riese Müller Load 75, also schon so die Oberklasse, die aber wirklich auch sich einfach 1A fährt, wirklich ein tolles Rad ist, mit dem wir bisher es ganz gut hingekriegt haben, aber wir jetzt ganz gerne zum einen was Zweites hätten und auch eins hätten, bei dem die Kinder im Zweifelsfall noch länger mitfahren können, weil da natürlich irgendwann die Beinfreiheit, gerade wenn man zu zweit oder zu dritten sitzt, sehr eng wird, wenn die Kinder einfach größer werden. Dafür ist es auch nicht konzipiert. Dann gibt es ja viele, die dann so Longtail fahren, ne? Also so ein, mit einem quasi verlängerten Sattel hinten, wo die Füße einfach quasi neben dem Rad runterragen können. Genau, davon gibt es ja auch sehr viel auf dem Markt. Da haben wir uns jetzt neulich mal welche angeguckt und
haben schon, ich würde sagen, eine zu 90-prozentige Kaufentscheidung getroffen. Das ist aber dann ein Kind, was dann hinten drauf. Da würden auch zwei Kinder aufpassen, okay. Beziehungsweise mit dann, naja, ein bisschen Kuscheln auch drei. Ist da was geplant? Nee, das ist mehr so für Freundinnen aus der Kita mitnehmen oder so. Ja. Weil manchmal will man die ja mit zum Spielplatz nehmen und dann musst du die nicht vorne in den Gepäckträger stecken oder so. Genau. Was ist bei dir los, Claudi? Ja, ich überlege gerade, wofür ich gerade mein Geld ausgebe, aber irgendwie komme ich gar nicht so viel dazu, weil ich irgendwie gerade richtig viel am Schreibtisch sitze. Ja. Ja. Genau, nee, mein Lehrauftrag hat ja begonnen zum Jahreswechsel auch, deswegen ist es gerade ganz schön intensiv und ja, intensiv auch letzte Woche, wie gesagt, mit dem Kongress, das ist ja immer dann, ist man sehr viel sozial unterwegs und irgendwie ganz viel am Quatschen und dann sind noch ein paar andere Termine in Berlin. Ja, und ich wollte noch kurz anteasern, vielleicht haben einige von euch es gesehen, ich habe mich so ein bisschen mit Social Media ausprobiert, genauer mit Instagram und ich kann damit nicht umgehen, also ich glaube, jeder Zwölfjährige hätte mich ausgelacht, also ich werde wahrscheinlich nochmal eine Schulung nehmen müssen, hier bei meiner Mitbewohnerin oder so, also seht es uns nach, aber wir geben uns Mühe, nein, sie ist nicht 12, sie würde mich auch nicht auslachen, ab und an muss ich da mal Nachhilfe nehmen, wie das denn so alles funktioniert, mich da reinfuchsen. Genau, weil wir wollten ein bisschen berichten und haben da ein paar Bilder hochgeladen. Ja, ansonsten ja, ist eigentlich jetzt gar nicht so viel los hier. Jetzt versucht mein Wochenende so ein bisschen zu genießen und hat soweit auch ganz gut geklappt. Philipp, ja, was steht denn bei dir? Dich das zu sehen. Ja, es war richtig schön. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht, einen halben, gut, halben. Ja, aber es war trotzdem total nett. Nee, es war wirklich auch immer, ist ja auch immer wieder nett. Insofern war schön und gerne wiederholen. Und ich habe gesehen, dass bei meinen ganzen Notizen, die ich gemacht habe, die ich jetzt mal hier, um mich nackig zu machen, mal erzählen wollte, kleiner Widerspruch existiert. Mal gucken, ob er euch auffällt. Ja. Fettabbau und Käse essen? Es geht noch weiter, ja, weil die Sache ist, also okay, erstmal bin ich glücklich, dass ich aus der Weihnachtsphase gesund zurückkam, weil meine Schwester halt darauf bestanden hat, dass wir dann doch irgendwie, ja keine Ahnung, 4 Tage waren wir auf der Piste. Mhm. Also nicht Langlauf, sondern hier dieses alpine Skifahren, bla bla bla. Und ich meine, das habe ich ja erstmal vor langer, langer Zeit gemacht. Deswegen sollte man da eigentlich vorsichtig rangehen und vor allem, ich hatte ja null Sport gemacht. Also ich habe mich schon zurückkommen sehen mit dieser üblichen Knieverletzung, kann ich laufen, ein halbes Jahr Physio, bla bla bla. Keine Skigymnastik. Natürlich nichts. Aber ich bin ja auch mit dem Plan hingegangen, das irgendwie zu vermeiden, aber ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber manchmal kann man so Familiendruck einfach dann auch nicht. Ich hatte ja auch Bock. Es war ja auch, das ist ja dieses andere, ne? Also der Vernunft und Spaß. Wie dem auch sei, ich bin halt zurückgekommen und habe dann aber festgestellt, dass es, da ist der erste Punkt, ist dann Käse gegessen. Es gab echt einfach fantastisches Essen da. Mann, also Frankreich, Schweizer Grenze. Also, na gut, okay. Wie auch immer. Ich kam zurück mit dem höchsten Gewicht, das ich in meinem Leben je hatte und war so entsetzt, so wirklich so entsetzt. Also das ist ja nicht, also das ist jetzt nicht das Weihnachten gewesen, ne? Das ist jetzt schon über Jahre aufgebaut, aber sozusagen, sonst stand ich ja nie auf der Waage und dann war ich wirklich entsetzt und habe gedacht, nee, also jetzt muss ich was machen und bin auch seitdem irgendwie erstmal spazieren, ein bisschen laufen, weniger essen, bla bla bla. Was ich aber jetzt, und jetzt kommt die Diskrepanz, die letzten 2 Tage war ich in so fantastischen Restaurants. Also das eine habe ich ja erzählt. Das Leben ist wirklich schlimm. Das Leben ist so hart. Das eine, wie gesagt, hatte ich ja erzählt, die Tortellini mit Feigenfüllung, Ziege und Käse drauf. Mwah, wirklich. Und das andere war so ein Asiate, der ein ganz kleiner Laden, aber sowas von authentische Thai-Küche. Es war, wir haben uns da, also genau, also Projekt Fettabbau ist schwieriger als gedacht, aber ich bleibe dran. So, jetzt aber genug. Naja, aber um was positiv hervorzuheben, du hast dich auf jeden Fall für die Obstschale entschieden und ich für das Mousse au Chocolat beim ESC-Kongress. Also die Ernährungskompetenz zumindest ist schon als vorhanden. Zumindest als du zugeguckt hast. Ja. So, genug der Vorrede. Ab zu den News. Wer darf denn anfangen? Ich will einmal anfangen, nämlich mit den Sachen, die noch im alten Jahr passiert sind. Es gab ja vor Weihnachten, ganz knapp noch, ich glaube am 21. oder 22. Dezember, ein kleines Weihnachtsgeschenk, was von einigen vielleicht gar nicht so gesehen wird, nämlich die ApothekerInnenreform oder zumindest die Eckpunkte dazu. Ja, die ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher ApothekerInnenverbände, sind da nicht so zufrieden. Da gab es heftige Kritik. Ich habe den Link einfach mal in die Shownotes gepackt dazu. Könnt ihr einmal reinlesen und wir versuchen auch, oder wahrscheinlich werden wir da auch nochmal ein Interview zu aufnehmen, weil es das natürlich auch sehr interessiert. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte, nämlich es gab die Eckpunkte zum Pflegekompetenzgesetz und die sind jetzt eigentlich mal, finde ich, gar nicht so umstritten. Zumindest aus der Pflege kommt da viel Zuspruch auch. Es wird zum Teil von einem Quantensprung gesprochen.
Also die sind deutlich positiver aufgenommen worden und gehen ja da sozusagen in die Richtung, dass der Pflege mehr Kompetenzen auch zugesprochen werden. Auch da ist ein Link in den Shownotes, könnt ihr gerne einmal durchlesen. Und zu den Hausärztinnen sagt natürlich Pascal was. Ja genau, ihr hattet das ja mitgekriegt, es gab diesen etwas interessanten Aufruf, irgendwie zwischen den Jahren noch die Praxen zu schließen von einem der Verbände. So, weiß jetzt gar nicht, ob das da irgendjemand wirklich zugemacht hat, weil die meisten, naja, entweder schon lange geplant zu hatten oder halt so wie unsere Praxis offen hatten, weil andere zu haben. Also das hat, weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Effekt hatte. Sehe ich auf jeden Fall nicht so, aber na gut, davon abgesehen, auf jeden Fall kam es dann zu einer raschen Einladung in das Bundesgesundheitsministerium von Minister Lauterbach. Jetzt habe ich hier gerade meinen Link zugemacht. Super. Genau, am 9.1. trafen sich dann unter anderem das Führungsduo sozusagen des Hausärzte- und Hausärzteverbandes, sowie auch Klaus Reinhardt von der Bundesärztekammer. Der Bundesärztekammerpräsident, der ist ja auch Hausarzt. Und noch ein paar weitere Vertreter sozusagen. Ich glaube, das war als Krisengipfel tituliert, ne? Wenn ich das richtig gespeichert habe. Und da gab es dann auf jeden Fall, hat er 10 Hilfen mitgebracht, ja, für die Hausärztinnen und Hausärzte. Und das ist zum einen schön, dass es da sozusagen einige Punkte draus gibt, ja. Allerdings gehören 5 davon sozusagen Entbudgetierung, jahresbezogene Vorsorgepauschale, Vorhaltepauschalen, Hitzeberatung und auch irgendwie Bagatellgrenzen bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Das sind alle quasi angekündigt für das Versorgungsgesetz 1, auf das wir jetzt ja schon wirklich lange warten und von dem auch niemand weiß, wann es denn wirklich kommen soll. Ja, es gab, ich habe nochmal nachgeguckt, irgendwo stand schon, dass er schon beim Neujahrsempfang der Hausärzteschaft 2023 gesagt hätte, dass das Versorgungsgesetz 1 ja in diesem Jahr kommt, nein, beziehungsweise dass die Entbudgetierung 2023 kommt. Das ist ja nun offensichtlich nicht geschehen. Jetzt hat er dieses Versprechen beim Neujahrsempfang der Hausärzteschaft 2024 erneuert, dass es dieses Jahr kommt. Also mal schauen, ob es dieses Jahr kommt oder ob das auch wieder eine Ankündigung ist. Du, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob er da irgendwann recht haben wird oder ob es einfach nicht kommt. Hinten runterfällt. Ja. Genau. Denn das sollte jetzt für Januar kommen, aber jetzt ist schon Februar. Ne? Also ist es wie immer bei seinen Ankündigungen nicht wirklich berechenbar. Besonders eine Sache soll im Versorgungsgesetz 2 kommen, ob das denn kommt oder ob dann überhaupt erstmal 1 kommen muss. Naja, sozusagen, also das ist schwieriger drin und ein paar Dinge sind, haben sie gesagt, naja, sind ja eigentlich schon drin, weil wir die in Digitalgesetzen verabschiedet haben. Also wenn ein guter Teil davon und insbesondere die Entbudgetierung, so wie sie angedacht ist, tatsächlich kommt im Versorgungsgesetz 1, ist das sicherlich ein guter Fortschritt, aber ich bin noch skeptisch, ob der Umsetzung aufgrund der bisher gemachten Erfahrung. Ja, genau. Und ich meine, man kann ja auch sagen, also jetzt muss ich mal kurz die Krankenkassenbrille rausholen. Ne? Also von Seiten der Hausärztinnen ist es ja als Fortschritt zu sehen. Andere sehen das ja anders. Sagen wir es mal so. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Allerdings jetzt zum Glück ja immer die Hausärzte nicht die, wo es irgendwie massiv viel Geld kosten würde. Ne? Also die jetzt zu entwickeln. Es gibt ja noch so weitere Forderungen bezüglich der Facharztgruppen. Das ist genau, das, was das ist ja die Frage, ne? Ob es dann noch weiter ist. Ja, nee, das genau weiterführt. Machen. Das kannst du nur im grundversorgenden Bereich sozusagen machen. Na gut, dann kommen wir mal zu eurem BMC-Kurzbericht, oder? Gerne. Auf jeden Fall waren wir am Dienstag, letzten Dienstag quasi zusammen auf dem Kongress und also ich von meiner Seite her kann sagen, dass es viele bekannte Gesichter waren, also ich konnte irgendwie sehr viel quatschen. Und was ich sehr spannend fand, war im letzten Jahr, weiß ich immer noch, das Neudenken überall vor jeder Veranstaltung stand und jetzt sind wir schon bei Neumachen oder Einfachmachen, also der Appell wirklich ins Handeln zu kommen, ist eigentlich an fast jeder Veranstaltung gekommen. Was ich besonders spannend das wohl fand, liegt. Waren ja, wahrscheinlich, ne? Spitzen sich doch dann die Engpässe mal mehr oder weniger zu. Ich fand besonders spannend die Keynotes, also von der Eröffnungsveranstaltung. Und zwar war da zum einen da Dr. Stefan Brandt, der ist Direktor vom Futurium in Berlin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Das ist quasi ein großes Zukunftsmuseum, wo so ganz viele Zukunftsvisionen dargestellt werden, wo man auch so ganz spielerisch sich die Zukunft so entdecken kann. Das fand ich sehr spannend, was er sozusagen auch zu Utopien und zur Notwendigkeit von Utopien da berichtet hat. Und dann gab es aber auch sehr gute fachliche Grundlagen, und zwar die Perspektive der OECD-Länder. Und zwar hat die Francesca Colombo vorgestellt,
Sie ist Head of Health Division der OECD und hat da sozusagen auch nochmal den neuesten Report oder Daten des neuesten Reports vorgestellt. Den habe ich euch auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Mhm. Und ja, also ich sag mal, die Quintessenz war, wir performen nur Mittelfeld und geben dafür viel zu viel Geld aus. Also das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, schon mehrfach gefallen. Ja, und dann haben Philipp und ich noch einige Veranstaltungen besucht. Zwei eben auch, wo wir dann direkt im Anschluss dann Interviews geführt haben mit den jeweiligen Personen. Lena Kümmel werdet ihr heute noch hören. Und dann haben wir noch ein Interview geführt mit Professor Wolfgang Hoffmann. Der ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung. Und der hat sich der Frage gestellt, ob denn der Innovationsfonds das deutsche Gesundheitswesen wirklich verbessert hat. Das gibt es dann in der nächsten Episode, die Auflösung. Und ja, dann haben wir noch verschiedene andere Sachen besucht, Strategien gegen den Fachkräftemangel, war noch in der Veranstaltung zu den Apotheken, wie auch immer, was für mich so ein bisschen die Quintessenz war, viele machen sich eben jetzt mit Einzellösungen auch auf den Weg, ne? Jeder versucht irgendwie für sich eine Lösung zu finden, um eben wirklich die Versorgung sicherzustellen. Und was ich schon sehe, ist so, dass der Trend hin auch zu interprofessionellen Gesundheitszentren geht, ne? Also mehr so eine Zentrenbildung, gemeinsam zusammenzuarbeiten, natürlich dann auch mit digitalen Assistenzsystemen und so weiter. Also ich bin mal gespannt, was dann nächstes Jahr sozusagen, was danach einfach machen kommt. Machen hat nicht funktioniert oder so. Und dann fängt wieder von vorne an. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Also insgesamt fand ich sehr schöne und erkenntnisreiche zwei Tage und inhaltlich steigen wir dann tiefer nochmal ein. Wir wechseln mal die News wo ganz anders hin zu digitalen Gesundheitsanwendungen, denn Anfang 2024 kam auch zunächst der DiGA-Report, dieser Unterscheidungswichtig, des Spitzenverbandes der DiGA-Hersteller raus und dann kurze Zeit später der turnusgemäß sozusagen nach Gesetz zu veröffentlichte DiGA-Bericht des GKV-Spitzenverbandes. Also ihr seht, da hat sich doch der Spitzenverband ganz klar angelehnt. Er heißt übrigens Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, damit ich das hier auch einmal erwähnt habe. Und worauf sich beide Seiten noch einigen können, ist, dass die Anzahl der DiGAs zum Berichtszeitpunkt bei 49 lag. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ob sich irgendwas geändert hat. Und davon sind 25 vorläufig, also quasi gut die Hälfte. 24 sind endgültig aufgenommen und 6 sind mittlerweile auch gestrichen worden. Also das sind DiGAs, die dann doch keinen positiven Versorgungsnachweis liefern konnten. Und darauf man sich auch einigen konnte, und das ist natürlich auch klar, dass die Zahl der Verordnungen und auch die eingelösten Freischaltcodes stark gestiegen sind. Bis zum dritten Quartal 2023 sind insgesamt 370.000 DiGA-Verordnungen erfolgt. Ungefähr und auch Freischaltcodes, also je nachdem, wie man zählt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Interessanterweise, das fand ich ganz spannend, das zu sehen. Also es erklärt sich auch, aber werden DiGAs stärker von Frauen genutzt? In den letzten beiden Jahren waren das so 61-69% der Verordnungen, also schon deutlich mehr als ihr Anteil an der Bevölkerung. Und ich würde, oder sozusagen die Darstellung der Autoren, die ich jetzt auch hier einfach mal kurz aufnehme, passt dazu eigentlich ganz gut, denn es gibt zum einen mehr als eine DiGA, ich glaube 2 oder 3, die ausschließlich sozusagen für Frauen gedacht sind, nämlich zur Endometriose zum Beispiel, oder auch, es gab mal eine App zur, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, zu Brustkrebs, was natürlich nicht nur ein rein weibliches Problem ist, aber ja doch größer ausgeprägt ist sozusagen unter Frauen. Also so etwas. Und auch, dass der Teil der DiGAs, die quasi wirklich stark verbreitet sind und stark verordnet werden, tendenziell sozusagen, also Frauen einfach auch in einem etwas häufigeren Maße trifft. Und das sind zum Beispiel eben halt depressive Erkrankungen. Ne? Also da gibt es ja einige DiGAs, die auf den gleichen Weg gehen. Und das sind sozusagen die Argumente der Hersteller, warum das da häufiger genutzt wird. Das kann man also schon so nachvollziehen, dass das möglicherweise zu diesem interessanten Fakt beiträgt. Aber dann gibt es natürlich auch ein paar Unterschiede in diesen zwischen Report und Bericht. Während der DiGA-Verband eher auf die DiGAs als Wirtschaftsfaktor sich fokussiert, nimmt der GKV-Spitzenverband eher die GKV-Kosten in den Blick. Das ist ja soweit auch völlig klar und verständlich. Und gucken wir einmal kurz in den GKV-Bericht rein. Das Preisspektrum liegt zwischen 119 und 2077 Euro pro DiGA. Das ist allerdings ein wirklich krass starker Ausreißer, dieser eine DiGA. Ich weiß auch gar nicht, was die so teuer macht. Denn die zweitgünstigste, zweiteuerste DiGA kostet so 740, 750 Euro. Das ist dann aufgeschlüsselt. Also das ist wirklich eine krasse Diskrepanz. Und dann haben sie auch unfairerweise dann einen Durchschnittswert errechnet. Ja, aber das ist natürlich nie sinnvoll, sondern da müsste man, das zieht das natürlich künstlich nach oben. Ich meine, das wissen ja auch die Leute, die das errechnet haben und haben sich dann einfach gedacht, das hört sich aber schöner an, wenn der Preis höher ist. Aber der wäre wahrscheinlich ein bisschen niedriger, wenn man den Median nehmen würde. Wir brauchen den Wert aber trotzdem. 534 Euro ist der durchschnittliche Preis sozusagen, meistens für ein Quartal. Interessant ist der in diesem Fall jetzt aber nur im Vergleich zu den Vergütungsbeiträgen nach Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband.
Denn es ist ja so, dass die Hersteller erstmal den Preis selbst festlegen können für einen gewissen Zeitraum und dann sich aber mit dem GKV-Spitzenverband auf eine Summe einigen müssen und diese Summe dann auch rückwirkend gilt. Ne? Also ganz wichtig. Mhm. Das heißt, wenn sie zum Beispiel, ich sag mal, deutlich drunter liegt, müssen eben Erstattungen erfolgen. Und der Vergütungsbeitrag nach Verhandlung mit dem GKV-Spitzenverband liegt durchschnittlich dann nur bei 221 Euro, also weniger als halb so hoch. Das heißt, da gibt es also schon eine starke Diskrepanz. Deswegen spricht der GKV-Spitzenverband dann auch von Mondpreisen. Und natürlich, was den GKV-Spitzenverband auch noch stört, ist diese Zulassung ohne positiven Versorgungseffekt. Ja, mhm. sondern dass die zugelassen werden können und dann aber Zeit haben, sich zu erproben. Mhm. Denn es ist ja eine Aufnahme erstmal in das DIGA-Verzeichnis möglich für ein Jahr, um einen Versorgungsnachweis nachweisen zu können. Und dann ist es aber auch möglich, eine Verlängerung zu beantragen, beispielsweise, weil die Rekrutierung langsam immer lief oder so, als erhofft. Das heißt, man kann prinzipiell 2 Jahre im Verzeichnis sein, bevor man rausgeschmissen wird, ohne dass man einen positiven Nutzen sozusagen erbracht hat für die Gesamtbevölkerung. Kann man natürlich drüber diskutieren, verstehe ich alles. Verstehe aber auch, warum das quasi damals so gestrickt wurde. Und um das GKV-Beispiel hier auch zu erwähnen, das ist natürlich sicherlich das Exemplarische, was besonders viel gekostet hat. Aber damit man das einfach mal gehört hat, es gab eine Migräne-App, die erprobt wurde. Da gab es 11.500 Verordnungen für in dem Zeitraum. Das kostete ungefähr 1,7 Millionen Euro, die Beitragszahler. Mhm. Und nach 16 Monaten Erprobung lag kein positiver Versorgungsnachweis vor. Und die DIGA wurde also gestrichen aus dem Verzeichnis. Mhm. Damit kann man jetzt nicht sagen, dass 1,7 Millionen Euro für die Katz waren. Denn auch davon werden vielleicht ein Teil der Leute profitiert haben. Ne? Aber man sieht natürlich, dass das sicherlich etwas ist, wie man jetzt eher ungern Geld rauswerfen möchte. So, der GKV-Spitzenverband, und da ist es interessant, dass sie es quasi so frame, weil das passt eigentlich sehr schön zu dem anderen Bericht, sieht die aktuellen Regelungen dann tatsächlich als Wirtschaftsförderung auf Kosten der Beitragszahler, was sehr gut anschließt wieder zu dem Bericht des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung, denn die sagen, dass durch quasi die DIGAs auch eine, ich zitiere hier, Vielzahl neuer Arbeitsplätze, Zitat Ende, geschaffen wurden. Zuletzt waren es 1200 Stellen. Ob das jetzt wirklich so eine Masse ist, mit der man argumentieren kann, na gut. Was sie aber auch, worauf sie auch noch hinweisen, das will ich jetzt zumindest erwähnen, dass sie einen höheren Frauenanteil hätten und mehr als ein Drittel arbeiten in Teilzeit. Naja, also darüber kann man diskutieren. Ich bin da eher sozusagen auf GKV-Seite, glaube ich. Weil, oder, also natürlich jetzt nicht bei jedem einzelnen Punkt, aber ich sehe das kritisch. Ich sehe den sozusagen die Evidenz dahinter zu schwach. Es gibt einige DIGAs, die eine gute Evidenz sozusagen haben, ja, wo ich mich auch leichter mit tue, die zu empfehlen oder zu verordnen, welche bei denen die wirklich mäßig ist. Selbst wenn sie einen positiven Versorgungsnachweis liefern, ist die Evidenz dahinter trotzdem oft nicht gut. Und da würde man sich natürlich ganz gerne jemanden wünschen, der nicht nur sieht, okay, hier wurde eine Studie eingereicht, die formal die Kriterien erfüllt, zack, so wie das BfArM macht, das ist seine Aufgabe, das ist gar keine Kritik am BfArM, dass es nicht mehr macht. Aber man hätte natürlich ganz gerne eine Institution, die das einmal bewertet und dann sagt, also entweder ein substanzieller positiver Versorgungsnachweis oder ein sehr geringer positiver Versorgungsnachweis, und das müssen wir uns hier gar nicht quasi groß anschauen, ne? Also das wäre ja auch eine Option. Ja. Na gut. Ist ja auch eine umstrittene Kiste, ne? Ja, was denn, DIGAs grundsätzlich? Ja, so grundsätzlich, ja, ja. Also ich finde es da auch echt schwer für mich, irgendwie eine gute Meinung zu bilden, ne? Ob das jetzt wirklich was ist, was super toll ist oder eben nicht. Also ja, genauso wie es auch gestrickt ist. Ach, ich finde, so ein paar Dinge sind davon ja wirklich hilfreich und funktionieren ja auch gut. Ja, wir wissen zum Beispiel ja schon seit vielen Jahren, da war ich noch im Studium, ne, dass quasi internetbasierte Psychotherapie gut funktionieren kann. Also etwas, bei dem man es nicht gut erwarten würde. Ne? Man dachte, man braucht vielleicht den persönlichen Kontakt so im gleichen Raum und so, auf der Liege und im Sessel oder so. Ne? Aber das geht offenbar wunderbar, zumindest bei den Leuten, die sich darauf einlassen können. Und auch quasi wirklich mit guter Evidenz nachgewiesen. Und dass das dann auch funktioniert, wenn da jetzt nicht jemand anders in der Kamera spricht, sondern dass das eben quasi durch geleitete Fragen auch funktionieren kann mit so einem Chatbot, der dann Scores ausfüllt, man Sachen nach einträgt, Übungen macht, ne? Das haben ja quasi einige, die das gezeigt, dass das wirklich exzellent gut funktionieren kann, weil letztlich in der kognitiven Verhaltenstherapie würde dich dein, vielleicht kann ich das nicht wiedergeben, weil ich kein kognitiver Verhaltenstherapeut bin, der aber auch zu Eigenübungen an, ne? Und dass das theoretisch jemand anders machen kann, kann man sich schon gut vorstellen, ne? Genauso wie jetzt jemand irgendwie, also wie man sich auch andere Dinge da vorstellen kann, ne? Aber naja, es gibt, glaube ich, für ein paar sehr gute Anwendungszwecke, und die sind gut und die können echt hilfreich sein, und für ein paar, die sind halt eher mäßig. Kommen wir mal zu den Kurznews. Ja, ich habe jede Menge Veranstaltungshinweise mitgebracht. Eigentlich jetzt habe ich 3 Veranstaltungen, die ich gerne empfehlen will. Zum einen der Kongress Armut und Gesundheit. Da ist jetzt nämlich die
Anmeldung freigeschaltet und das Programm auch komplett zur Verfügung. Der findet am 5. und 6.3. sozusagen analog statt, also vor Ort an der Freien Universität in Berlin. Und am 12.3. gibt es nochmal einen Digitaltermin für alle, die nicht reisen können und da in Präsenz teilnehmen können. Also gibt wieder die zwei Optionen in diesem Jahr. Ich finde das Programm wieder super. Es gibt diesmal einen Fokus auf Umwelt und eben auch Umwelt und den Zusammenhang mit Gesundheit und auch sozialen Einflüssen von Gesundheit. Und was ich super finde und hier auf jeden Fall nochmal ganz doll in den Fokus stellen will, weil ich es, ja, wie gesagt, super finde. Es gibt in diesem Jahr eine Crowdfunding-Kampagne, um einfach auch die Teilhabe zu ermöglichen für alle, die eben nicht so viel im Geldbeutel haben. Und ich wünsche mir oder rege an, sich da ganz rege zu beteiligen und da einfach mal, je nachdem, was in euren Geldbeuteln drin ist, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000 Euro reinzuwerfen, was ihr so habt und reinwerfen wollt. Sauer eskaliert hier. Also, genau, ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, ja, auch Menschen Teilhabe zu solchen Kongressen und Veranstaltungen zu geben. Das ist ja eigentlich auch Kern und Herzstück von dem Kongress Armut und Gesundheit und das Anliegen. Ja, nee, dann Sekunde, hab ich noch, mir fällt nicht noch, du hast nicht einen Kongresstag vergessen und da sehe ich nämlich mit Schrecken, dass ich da gar nicht teilnehmen kann. Die Satellitenveranstaltung. Ja, und die ist nämlich am 4., da kann ich gar nicht. Aber nur als Info für unsere HörerInnen, die gibt es natürlich dann auch. Das stimmt, ja. Links ist in den Shownotes, da könnte ich ja durchklicken. Ich habe noch, wie gesagt, zwei andere Veranstaltungen. Zum anderen möchte ich noch aufmerksam machen, für alle Studierenden gibt es eine Tagung von Studierenden für Studierende an der Uni Bremen. Und ich finde den Titel ganz spannend. Die heißt nämlich Gesundheitskompetenz und öffentliche Institutionen. Welche Verantwortung tragen professionelle Akteurinnen? Auch da ist der Link in den Shownotes. Und ich möchte noch aufmerksam machen auf eine Ringvorlesung, die online stattfindet mit dem Titel Community-Based Care Programs, a Guided Tour to Various National Health System Strategies. Das ist von den Community-Nursing-Kolleginnen oder auch immer der Community-Nursing-Gruppe aus Österreich. Und für alle, die sich dafür interessieren, finde ich es auch ganz spannend. Auch da ist der Link in den Shownotes. Cool. Pascal, du hast uns auch noch was mitgebracht. Ja, ich habe eine Mini-News, wirklich nur, dass die Zahl der Krankenkassen in diesem Jahr, die fusionieren ja wieder meistens zu Beginn des Jahres, wieder leicht gesunken ist, zwar von 96 auf 95, also so langsam. Jetzt ist es mittlerweile wirklich langsam, dass es zurückgeht. Ja, das ist nicht so krass beeindruckend. Allerdings, wenn man jetzt überlegt, dass es vor 15 Jahren mehr als doppelt so viele waren, ist auch so etwas, irgendwann ist natürlich der Fusionsdruck auch raus. Es gibt sicherlich noch einige, die da irgendwie sich zusammenlegen könnten. Aber ich denke, so über 50 wird es wahrscheinlich schon bleiben, sofern nicht irgendwie eine konkrete Gesetzgebung sozusagen kommt, die da irgendwas forciert. Mhm. Philipp, du hast auch was. Ich bin mir gar nicht so sicher, das Jahr fing bei mir eigentlich ganz gut an, thematisch sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob einer von euch mir das geschickt hatte. Es fing auf jeden Fall, bei mir ging es mit dem Tweet von Lauterbach los. Das muss irgendwie Anfang Januar, 10. Januar, 11. Januar. Er hat nämlich sich endlich mal wieder zur Homöopathie geäußert. Also ich meine, wie er dazu steht, das wissen wir alle. Aber dann ging es relativ konkret, schrieb er, Homöopathie macht als Kassenleistung keinen Sinn. Auch den Klimawandel können wir nicht mit Wünschelruten bekämpfen. Die Grundlage unserer Politik muss die wissenschaftliche Evidenz sein. Und genau, danach ging natürlich der teilweise zu erwartende Shitstorm los. Der hielt sich in Grenzen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und vor allem waren es auch ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die sich dann gemeldet hatten. Ich finde das immer so lustig, die Zeit. Also es gibt so ein paar Organe, die sich ein bisschen seltsam in dieser Debatte positionieren. Die Zeit gehört leider dazu. Die sprach von einer breiten Kritik an diesem Vorstoß. Und dann bin ich den Artikel durchgelesen. Naja, es ist ja der Deutsche Zentralverein, Verband, was auch immer, homöopathische Ärzte, der das für scheiße findet. Der Apothekenverband, der das nicht gut findet. Und zwei Gesundheitsminister, von denen man das auch vorher schon wusste. Also, und das war jetzt die breite Kritik. Wie dem auch sei, es ist leider passt das in das, was Pascal vorhin gesagt hat, natürlich mit dem Stichwort viele, viele Ankündigungen. Er hat das ja auch schon mal gesagt. Und inwiefern das jetzt tatsächlich in irgendeiner Form, also es geht jetzt um die Frage, in welches Gesetz das jetzt mit eingebacken wird. Ob es denn jetzt kommt oder nicht, ich glaube, alle HörerInnen wissen, wie ich dazu stehe. Ich hoffe natürlich, dass das mal endlich kommt. Ein bisschen traurig finde ich natürlich, also Pascal, deine Grünen in Baden-Württemberg, auf die ist kein Verlass, ne? Die hatten sich damals schon, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir hatten ja mit der Paula Pichotta auch schon darüber, über die grüne Homöopathie-Debatte eine Episode gemacht.
Und da gab es ja 2020, glaube ich, so diesen internen Kompromiss, der sich eigentlich relativ klar auch dann positionierte. Also das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber wie gesagt, nicht alle Grünen waren dafür und insbesondere die Baden-Württemberg-Grünen waren da, haben sich dagegen gestellt. Und jetzt hat der euer Gesundheitsminister, weiß nicht, wie man den ausspricht. Lucha. Der hat sich dagegen ausgesprochen. Auch nicht überraschend. Mhm. Nee, das ist nicht überraschend. Das ist eigentlich schon immer seine Position. Muss man halt einfach so hinnehmen, ne? Wird man nicht mehr ändern können, den Guten. Mhm. Genau. Das war, glaube ich, alles. Ich drücke die Daumen, dass das mal was wird, 2024. Ja, wir alle. Und ich meine, er hat ja wohl auch Prüfaufträge intern gegeben, ne? Und wer da mal prüfen soll, wie man das umsetzen kann und so. Aber ja, was ein bisschen schade ist, finde ich, dass das geht ja jetzt erstmal nur über die Kassenleistungen. Es geht nicht um die Themen zum Beispiel Apothekenpflicht oder sowas, ne? Was ja eigentlich auch nochmal ein wichtiger Punkt wäre. Nee, da geht es nur darum, dass die Krankenkassen das nicht anbieten dürfen. Genau, ne? Genau. Es gibt noch viel mehr andere Punkte, ne? Ja. Die man auch machen könnte. Aber genau. Gut, wir gehen zum Interview. Ja, hallo vom BMC-Kongress. Wir sitzen uns hier zur späten Stunde noch gegenüber, während unten schon die, naja, Sektkorken nicht, aber vielleicht die Weinkorken knallen. Mir sitzt gegenüber Lena Kümmel. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gern. Lena Kümmel, du kommst direkt von der Veranstaltung und die hieß Gesundheitsregionen im Aufbruch. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gern ein Interview mit Lena Kümmel führen, weil ich finde den Titel nämlich super. Und Gesundheitsregionen ist natürlich auch ein Konstrukt, was sehr viel diskutiert wird. Jetzt auch durch das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz ist es ja immer wieder aufgegriffen worden. Und ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Magst du dich selber einmal vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Und wo bist du gerade verortet? Genau, aktuell bin ich im Landratsamt im Ostalbkreis angestellt als persönliche Referentin des Landrats und zuständig für stationäre und ambulante Versorgung im Landkreis. Das ist eine Stabsstelle beim Landrat direkt, weil wir Träger der Kliniken sind und damit viele Aufgaben zusammenhängen. Mhm. Davor war ich ein paar Jahre im Europäischen Parlament als Mitarbeiterin einer Abgeordneten. Und davor habe ich Politik, Wissenschaft und Soziologie studiert. Und aktuell mache ich noch ein berufsbegleitendes Studium im Gesundheitsmanagement. Naja, spannendes und breites Portfolio. Vielen Dank. Ja, genau. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Erstmal muss ich vielleicht sagen, dass Gesundheitsregionen im Aufbruch auch eine Session war, wo jetzt sehr viele Einzelperspektiven zusammengeflossen sind. Und ich fand deine total spannend. Du hast nämlich vorgestellt, die BürgerInnen-Dialoge, die ihr durchgeführt habt, bei euch im Landkreis auch, so ein bisschen auch die Klinikstrukturreform, die bei euch ja auch im Landkreis ansteht, zu begleiten. Magst du dazu vielleicht kurz noch was sagen? Bevor wir dann zum Leitfaden übergehen. Ja, gerne. Wir haben ein dialogisches Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, weil Strukturveränderungen jetzt aufgrund politischer Vorgaben, finanzieller, personeller Vorgaben ansteht. Und wir denken, dass da eine breite Unterstützung von Seiten der Bevölkerung wichtig ist, um so eine tragfähige, konsensfähige Lösung zu finden, die vor allem die Kommunalpolitiker unterstützt, die ja diese Entscheidung treffen müssen, wie sich die Strukturen verändern. Das betrifft natürlich nicht nur auch die Kliniken, in unserem Fall jetzt verstärkt, aber auch andere ambulante Strukturen, Gründung von MVZs im kommunalen Bereich oder zukünftig vielleicht die Installation von Gesundheitskiosken oder Primärversorgungszentren. Ja, vielen Dank. Also es ist natürlich auch ein Punkt, ne, jetzt nicht nur mit der anstehenden Klinikreform, dass da natürlich Veränderung ins Haus steht und dass das manchmal gar nicht so leicht ist, die Bürgerinnen auch wirklich mitzubekommen. Ja, jetzt ist das quasi auch das, was in der aktuellen Tätigkeit dich jetzt am meisten umtreibt oder was treibt dich so jeden Tag um? Was sind gerade so deine Themen, die bei dir auf dem Tisch liegen? Ja, es ist vor allem der Klinikstrukturprozess. Also ich bin jetzt auf der Stelle seit 3 Jahren und seit Beginn an, es war ja noch Ende Corona, haben wir uns damit beschäftigt, okay, die finanziellen Zahlen unserer 3 Kliniken werden schlechter. Es reicht nicht mehr das Personal aus, um die gewohnte Leistung zu erbringen. Und vom Bund kommen immer mehr Strukturvorgaben, wir müssen was ändern. Und damit gibt es viele Probleme. Wir sind sehr froh, dass wir diese Grundsatzentscheidung getroffen haben, ein Zentralklinikum zu bauen und die anderen Kliniken weiterzuentwickeln. Aber damit ist noch nichts gelöst und keine Verbesserung tritt ein. Jetzt der Übergang, der muss gestaltet werden. Wir müssen erstmal zum Zielbild überhaupt noch kommen. Aufgrund der Rahmenbedingungen ist das jetzt sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel aber auch noch Veränderungen in der Geschäftsführung, die wir jetzt dann auch mitgestalten mussten, dass wir einen neuen Geschäftsführer finden.
Und der andere Aspekt, der da aber mit reinspielt, den man da nicht aus Acht lassen darf, und deswegen fand ich heute diese Session gut, dass es auch versucht wird, ganzheitlich betrachtet zu werden, auch die ambulante hausärztliche und fachärztliche Versorgung. Es treibt uns auch sehr um, weil wir sind Baden-Württemberg weit der erste Planungsbereich, der in der hausärztlichen Unterversorgung ist. Also auch da sind wir leider negativ bekannt, haben jetzt aber selber Strukturen aufgebaut, um das zu verbessern seit 2 Jahren. Haben eine hausärztliche Genossenschaft gegründet, werden jetzt 2 weitere gründen, und da vor allem beschäftigt uns, dass halt die Bürger keinen Hausarzt finden, sich ins Landratsamt wenden, fragen, ja, kann der Landrat mir einen Hausarzt besorgen oder einen Facharzttermin, und wir sind ja eigentlich nicht in der Zuständigkeit, es ist in dem Fall die KV im ambulanten Bereich, dann wir können keinen Arzttermin vermitteln, wir können nur auch an die 116, 117 verweisen, die Termine vergibt. Und das sind so die 2 Punkte, sowohl ambulant, ärztlicher Bereich, als auch der Klinikstrukturprozess, die aber ineinander greifen und zusammenhängen. Absolut, ja. Und das sind so tagtäglich kleine Kämpfe. Und manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie so eine Feuerwehrfrau, die andauernd Brände löscht, wenn wieder was hochkommt und Leute beruhigt und vermittelt und Kontakte herstellt, wer wem wieder hilft und wie man es dann nach außen kommuniziert. Die Zeitungen sind voll bei uns, die Regionalpresse. Mein Chef sagt immer, der Landrat, wenn wir nicht wären, hätte die Zeitung nichts zu schreiben. Es ist alles voll mit Klinikdiskussionen, trotz unseres Prozesses, die Bürger zu beteiligen. Aber es gibt immer Akteure, die sticheln, oder ein neues Problem wird wieder aufgedeckt, wo es irgendwelche Löcher im System gibt, wo irgendwas hinten runterfällt. Eine Arztpraxis macht vom einen auf den anderen Tag wieder zu, obwohl wir mit allen sprechen und sagen, kommuniziert bitte möglichst 2 Jahre davor, dann versuchen wir Lösungen zu finden. Und ja, das sind die Herausforderungen tagtäglich. Das klingt nach einer Menge, nach einem vollen Schreibtisch. Ja. Ja, die Veranstaltung gerade hat ja versucht, so ein bisschen auch Lösungen aufzumachen. Und zumindest steht in dem Eingangstext, ich zitiere, innovative und regionale Partner verfolgen das Ziel, die bestehenden Versorgungsdefizite dort anzugehen, wo sie entstehen, in den Regionen. Dass die bestehen, haben wir ja gerade schon gehört. Mich interessiert, ja, warum denn die Lösung, oder bist du der Meinung, dass die Lösungen aus den Regionen kommen müssen? Oder ist es nicht so, dass auch der Bund Lösungen vorgeben kann? Oder wie ist da so dein Verständnis? Wir hatten ja auch, ich glaube, vor 2 Episoden uns mal zum Thema Regionalisierung länger ausgetauscht. Wie siehst du das als, ich sag mal, direkt Betroffene? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der Bund Rahmenbedingungen vorgeben muss. Also das ist finanzielle Möglichkeiten geben muss, um regional dann zu gestalten. Aber regional muss genug Spielraum und Freiheiten gegeben sein, damit man auf die bestehenden Strukturen eingehen kann. Und die regionalen Akteure sind diejenigen, die die Strukturen kennen. Und es gibt halt immer wieder, man hört es ja immer wieder, ja, das war halt schon immer so. Also bei uns ist es halt so. Und wenn man da neu in das System reinkommt, fragt man immer, ja, aber warum macht ihr das so? Oder warum ist die Struktur so? Warum ist da vielleicht irgendwie es ganz anders wie im anderen Teil oder im Nachbarlandkreis oder irgendwo in Hamburg oder wo ganz anders? Aber es ist halt, sind gewachsene Strukturen, die die Akteure vor Ort kennen, und auch mit denen muss man arbeiten und reagieren. Und wir hatten es vorher in der Session auch, es muss die Willigen geben. Die Willigen gibt es nicht überall, und mit denen muss man anfangen zu arbeiten und auf die eingehen und deswegen passt genaue Lösung für die auch finden, mit einem Rahmen, der vom Bund kommt, aber genug Gestaltungsfreiheit auf regionaler, kommunaler, meinetwegen Landesebene, aber dann wieder mit Möglichkeiten, regional zu reagieren. Und das war auch so der Punkt, was wir jetzt immer mit diesen Gesundheitskiosken hatten, die ja eigentlich mehr, so wie ich es verstanden habe, für die städtischen Regionen gedacht sind. Aber es wäre ja auch gut, wenn ich sowas anpassen könnte für so einen ländlichen Raum, wie wir sind. Aber dementsprechend muss ich genug Freiraum haben, um das für uns anzupassen auf unsere Strukturen. Ja, Gesundheitskioske war jetzt schon das richtige Stichwort. Mich interessiert natürlich auch in der Veranstaltung jetzt, aber auch im geplanten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, werden ja auch neue Versorgungsangebote diskutiert. Darunter eben die angesprochenen Gesundheitskioske, aber eben auch dialogische Bürgerbeteiligung, Gesundheitsregionen, lokale Gesundheitszentren. Also mit den dialogischen BürgerInnenbeteiligungen hast du ja gerade schon eingangs erwähnt, dass ihr das auch gemacht habt. Hast du denn noch andere Erfahrungen sammeln können jetzt mit Kiosken, oder werden Gesundheitszentren oder auch Gesundheitsregionen bei euch schon diskutiert?
tatsächlich, die Kioske wurden bei uns auch immer wieder angesprochen und aber eigentlich komplett abgetan, wie das ist, betrifft uns ja nicht. Und weil ihr ländlich eher aufgestellt seid? Mhm, okay. Weil wir ländlich sind und dementsprechend das uns eigentlich nicht betrifft. Aber mit meinen zwei Kolleginnen vom Gesundheitsamt haben wir öfters schon drüber gesprochen, dass das eigentlich auch was wäre für uns, wenn es angepasst wird auf die ländlichen Regionen. Wo wir Erfahrungen haben, das kam jetzt heute, war es bei der Session nicht explizit mit dabei. Wir haben ein Primärversorgungsnetzwerk bereits, gerade in dieser Region, die hausärztlich unterversorgt ist. Und das war unsere Antwort auf die Probleme dort. Das gibt es vom Land Baden-Württemberg, gibt es eine Förderung. Die haben wir jetzt in der zweiten Förderperiode bekommen, finanzielle Unterstützung, dieses Netzwerk aufzubauen. Das läuft jetzt im dritten Jahr. Mhm. Wir erproben da auch den Einsatz von Patientinnen-Lotsinnen und haben eine Community Health Nurse bei uns, Gemeindeschwester, angestellt und sind sehr begeistert. Alle Ärzte haben wir jetzt fast so weit gebracht in dieser Region, dass sie das auch ausprobieren und an die Gemeindeschwester delegieren. Mhm. Und die Patientinnen-Lotsen sind jetzt mittlerweile nach diesen im ersten Jahr war quasi der Beginn, der Aufbau des Netzwerkes und mittlerweile sind die jetzt seit 2 Jahren im Einsatz und sind bekannt in der ganzen Region und bringen wirklich einen Mehrwert. Das wird jetzt alles auch wissenschaftlich noch mit begleitet und evaluiert und da haben wir richtig positive Erfahrungen gemacht und das würden wir gern auch in anderen Teilen unseres Landkreises weiterführen. Wir haben dazu auch noch ein genossenschaftliches MVZ gegründet und versuchen dadurch auch diesen noch ländlicheren Raum in unserem Landkreis attraktiver für junge Ärzte zu machen und könnten uns deswegen auch vorstellen, dass wir dieses Modell in Baden-Württemberg, sind sie ganz begeistert von diesen Primärversorgungszentren und wir haben jetzt erstmal so ein Netzwerk weiterentwickeln, entweder so zu diesem Zentrum oder vielleicht, ob man das in so einen Kiosk mit verarbeiten kann, weil wir ja diese Pflegeberufe dort mit angestellt haben, die den Ärzten viel abnehmen und gerade in diesem sozialen Bereich viel tätig sind. Und diese Einzelvorschläge, die jetzt quasi gemacht sind, also Gesundheitskioske, Gesundheitsregionen, Gesundheitszentren, bist du der Meinung, das funktioniert quasi alles, wenn man das zusammenpackt oder sind das eher Einzellösungen oder wie seht ihr das? Guckt ihr, was das sozusagen eigentlich bedarf? Ich glaube leider nicht, dass wirklich vom Bedarf her oft geschaut wird. Die Begrifflichkeiten sind so ein bisschen schwammig oft, finde ich. In dem Fall mit dem Primärversorgungsnetzwerk war das die einzige Möglichkeit, Förderung vom Land zu bekommen. Ich glaube schon, also klar, es war vom Bedarf her gedacht, die hausärztliche Versorgung war das Problem. Es gibt zu wenig Hausärzte in der Region und wie können wir Abhilfe schaffen? Aber ich habe als Landkreis nicht die Möglichkeit, aus verschiedenen Modellen wirklich zu wählen, sondern ich muss schauen, wofür kriege ich Geld. Weil eigentlich ist es ja nicht die Aufgabe des Landkreises, solche Projekte zu finanzieren. Aber der Landkreis unterstützt mit Anschubfinanzierung zusätzlich und es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, wenn unsere Förderung vom Land ausläuft und dieses Bundesgesetz noch nicht so weit ist, dass bevor wir diese Kolleginnen, die Patientinnen lotsen und die Gemeindeschwester rausschmeißen oder die sich was Neues suchen müssen und die ganze Struktur wieder in sich zusammenfällt, dass wir das von Landkreisseite aus erstmal weiterfinanzieren müssen und hoffen müssen, dass so eine Struktur weiter gesetzlich finanziert wird. Und dieses Thema Gesundheitsregion, ich glaube, das ist so ein bisschen ja der Überbegriff, was wir heute in dieser Session gehört haben und darin können dann sowas wie Primärversorgungszentren, Netzwerke oder Gesundheitskioske und die müssen dann natürlich alle wieder ineinander oder mit zusammenarbeiten. Aktuell machen wir eher punktuell kleine Probleme zu beheben und noch nicht so richtig ganzheitlich zu denken. Und vor allem nicht, was vorher kam, über Landkreisgrenzen oder Bundeslandgrenzen hinweg. Das ist natürlich ganz arg schwierig, weil wenn ein Bürger oder eine Bürgerin am Rande des Landkreises an der bayerischen Grenze wohnt, na klar, die fährt dahin, wo es am schnellsten geht. Die sieht nicht, aber in Baden-Württemberg bei uns im Landkreis gibt es ein anderes Angebot, wenn die schneller in Bayern ist. Und es ist schwierig mitzudenken, über Grenzen hinaus zu planen und da Bedarfe auch zu sehen und dann zusammenzuarbeiten. Das sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Aber das war ja auch ein Appell jetzt aus der Veranstaltung, nicht die Gesundheitsregionen quasi zu verstehen als Landkreis,
Gesundheitsregion, sondern eben wirklich als am Bedarf gemessen. Ne? Da wurden ja auch unterschiedliche methodische Aspekte schon vorgestellt, wie man da auch Bedarf messen kann, wie man so eine Gesundheitsregion quasi planen kann. Aber auch da, ne, in meinem Verständnis, frage ich mich auch mal wieder, auch da entstehen ja Grenzen, ne? Aber da muss man halt wirklich zusammen miteinander sprechen und auch über die Grenzen hinweg denken, dass eben solche Schnittstellenproblematiken dann nicht bestehen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, oder wir haben es mehrfach ja schon gehört, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, auf das wir ja immer noch warten, oder ja, einige kennen ja vielleicht schon die Arbeitsentwürfe, wie auch immer. Wir hatten ja im Juni schon einen Arbeitsentwurf, jetzt soll es ja bald einen neuen geben. Aber wie hat vorhin, ich weiß gar nicht mehr, das gesagt hat, die Tinte ist noch nicht trocken, also wir wissen noch nicht, ob es kommt, wir wissen nicht, ob es in dieser Legislatur kommt, was auch immer damit passiert, zumindest Standpunkt heute. Weiß nicht, ob du schon reingelesen hast, würdest du sagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da festgeschrieben sind, das bringt euch weiter, wenn sie, ich sag jetzt mal, morgen umgesetzt werden würden, würde das soweit passen, oder wo siehst du da noch Stellschrauben, wo ihr euch noch was anderes wünschen würdet? Was ich vorher schon angesprochen hat, glaube ich, das Thema Gesundheitskioske, dass es vor allem auf dem ländlichen Raum irgendwie auch anwendbar ist und so ein bisschen flexibler gehandhabt wird, wie es vielleicht jetzt geplant ist. Aber vielleicht kommt da ja noch eine Anpassung. Im Bereich Primärversorgungsnetzwerken oder Zentren, so wie wir den Entwurf gelesen haben, ist für uns halt problematisch in so einem ländlichen Raum, dass die davon ausgehen, laut Gesetzesentwurf, dass 3 volle Kassenarztsitze zur Gründung eines Primärversorgungszentrums da sein müssen zur Gründung. Und bei uns ist es so, in diesen ländlichen Regionen, wir haben gar keine Arztpraxis, die aus 3 Ärzten besteht, 3 vollen Sitzen. Wir wissen ja, die Medizin wird weiblicher. Alles, was an Nachwuchs kommt, sind zum Großteil Frauen, die aber in Teilzeit arbeiten, die schon mal gar keinen vollen Arztsitz haben. Und dann haben wir halt im ländlichen Raum ganz viele Einzelpraxen. Also wir sind erst ganz am Anfang, Praxisverbünde und MVZ-Strukturen zu schaffen. Die gibt es vielleicht in den Städten bei uns auch, aber nicht im ländlichen Bereich. Und gerade da sollen ja solche neuen Versorgungsformen installiert werden. Und ich glaube, das passt dann. Dann hat man vielleicht wieder das Gesetz, das dann aber nicht wieder, wir kommen gar nicht über die Hürde drüber, weil wir zum Beispiel keine 3 volle Kassenarztsitze haben in dem Fall, die dann damit machen würden. Und ich glaube, da muss man, das ist das, was ich vorher versucht habe, so zu sagen, dass das halt genug Spielraum sein muss, auf die individuellen Bedarfe der Region zu reagieren. Und deswegen, der Rahmen muss gesetzt werden, aber nicht komplett vorgegeben werden, was die Bedingungen dafür alles sein müssen, sondern mehr Flexibilität zu sagen, okay, wenn ihr das aber nicht, dann könnt ihr einen anderen Aspekt mit aufnehmen und dann seid ihr auch ein Primärversorgungszentrum. Und ist das aber eine Sache, die du jetzt quasi in dem gesamten Gesetzestext liest, dass du sagst, oh, es ist eher auf städtische Kontexte angepasst oder von städtischen Kontexten her gedacht? Vermisst du das so generell oder ist es jetzt so eine Sache, die explizit die Gesundheitskioske betrifft? Ich glaube tatsächlich, dass es öfters passiert, auch um noch einen anderen Gesetzesentwurf, Thema Krankenhausstrukturreform, wird auch vieles von Städten her gedacht, die ja vielleicht im Krankenhausbereich eher eine Überversorgung in manchen Regionen haben, wo wirklich, wenn man in Berlin ist und dann 10 Minuten das nächste Krankenhaus, 10 Minuten da, ist bei uns halt ganz anders. Und auch das, klar, in Brandenburg, es sieht zwar wahrscheinlich noch schwieriger aus, da sind die Entfernungen noch viel größer, aber bei uns ist, muss man auch wieder drauf eingehen, wie die Bevölkerungsstruktur wieder ist, wie die Entfernungen sind für solche Angebote. Und ich glaube deswegen, dass schon oftmals eher die ländliche Region nicht so stark bei solchen Ideen vertreten sind. Aber grundsätzlich glaube ich, der Gesetzgeber ist bemüht, immer alle Seiten zu berücksichtigen. Aber je enger er irgendwas vorgibt, desto schwieriger wird es natürlich sowohl für die Städte als auch für die ländlichen Regionen, dass das dann passend ist. Ja, danke. Ich glaube, die Punkte, die Probleme sind gut adressiert worden und ich finde es total spannend, auch mal so eine Landkreisperspektive tatsächlich mal mitzubekommen. Hatten wir noch nie sozusagen, wer dann am Brand sitzt und löschen muss, in dem Fall konkret. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit heute Abend und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Ausklang. Vielen Dank.
Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle noch herzliche Grüße und danke für das Gespräch in den Süden Deutschlands. Ich habe gerade gemerkt, so bei der Homöopathie-Debatte ist Baden-Württemberg hat da nicht gut abgeschnitten. Ich wollte gerade sagen, nachdem wir jetzt aber Lena hat das nochmal, genau, aber jetzt hat Lena das wieder rausgeholt. Innovation in baden-württembergischen Gesundheitsversorgung. Ich wünsche da viel Erfolg auf jeden Fall. Ja. Euch da unten und ja, nochmal herzlichen Dank. Ich bin gespannt, wie es da weiterläuft. Mhm. Genau, und damit sind wir schon an dem Punkt, dass wir zum Medizinmux rübergehen. Mhm. Und wieder nach Weihnachten. Genau. Ab zur Christmas Edition. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe noch einmal zurückgeblättert in die BMJ Christmas Edition 2023, weil ich daraus auf jeden Fall noch einen weiteren Artikel euch präsentieren wollte, denn die Autoren dieser Studie haben das gemacht, was zumindest alle RadiologInnen bestimmt einmal machen wollten, nämlich herausfinden, was mit verschiedenen metallischen Gegenständen passiert, wenn man in einem MRT-Raum ist und das MRT angeschaltet ist, also einem aktiven MRT. Und dazu haben Ong et al. Aus Singapur, haben dazu nicht etwa ein altes MRT genutzt, was bald verschrottet wird. Das darf ich erst. Hätte ich auch gedacht. Einmal so gucken, so einmal reinwerfen und zack, Tür wieder zu. Nein, sie haben eine Apparatur aus Acryl gebaut und jetzt könnt ihr alle mal auf den Link da klicken, der unten drunter ist, mit der man diese Fragestellung untersuchen kann, diese Apparatur. Und trotzdem haben sie ein 12 Jahre altes MRT genutzt und nicht das neueste im Krankenhaus. Sicher ist sicher. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Sonst kriegt man das auch nicht beim ärztlichen Direktor durch oder so. Keine Ahnung, wie das da läuft. Und in dieser Apparatur kann man erstmal, müssen wir nicht auf das Video klicken, ein bisschen weiter runterschauen. Da gibt es, naja, quasi so eine Tube, ja, ist frei zugänglich, so eine Röhre, in der dann was reingesteckt wird und dann kann das quasi nach vorne schießen und da dann aufgefangen werden. Und da ist es aber so, dass da noch ein ballistisches Gel drin ist, in so einem Schaumstoff eingepackt. Das heißt, da könnte es theoretisch eindringen und dieses ballistische Gel sollte quasi menschliche Haut simulieren. Getestet wurden 12 Gegenstandskategorien, unter anderem Smartphone, Stethoskop, Kugelschreiber, Thermometer, Schere, Geldstücke, Besteck, dann auch jeweils verschiedene Bestecke, verschiedene Geldstücke, Keksdosen, auch ein Stuhl. Ein Stuhl? Ja, der ist natürlich, hat er nicht da reingepasst. Naja, ich meine, so ein Schreibtischstuhl, ne? Was halt, ist ja auch metallisch, ja. Am besten schauen wir jetzt gemeinsam mal das 1,5-minütige Video an, das ich auch jedem empfehlen würde, der hier mal zuschaut, weil das ist sehr interessant, wie das aussieht und wie das funktioniert und auch was so passiert. Und es ist kurz, das, wo ist das? Möchte man sich anschauen, ist man das ganz, oben? Das ganz oben. Ach, ganz oben. Okay. So. Alle bereit hier. Besonders schön finde ich, dass sie Fortnum und Mason Christmas Orange Chocolate Biscuits haben. Also die ist wirklich gute Zeug. So. Toll. Genau, mit dem Löffel Stuhl? Endet dann das Video. Ja, okay. Das ist wirklich cool. Und was man auf jeden Fall nicht abbekommen möchte, ist das Messer. Wie man da sieht, wie das da reinschießt. Denn das Messer hat im Test die Membran, die da verwendet wurde, als Synonym für die menschliche Haut, insgesamt 5,5 cm tief penetriert. Also das würde wirklich wehtun, unabhängig davon, wo man es hinkriegt. Aber auch ein Teelöffel, ja, hat mich sehr an einen gewissen Film erinnert, trat 5 cm tief ein, also so ein Teelöffel, 5 cm unter die Haut. Das ist wirklich krass, da weiß man nicht, was schmerzhafter wäre. Und jetzt aber noch quasi zum wirklichen, naja, was heißt wirklichen Schmankerl, aber zum noch ein wirkliches Schmankerl der Studie. Sie heißt nämlich Common Healthcare Related Instruments Subjected to Magnetic Attraction Study, abgekürzt Christmas. Das wird noch so ein bisschen besser. Es wurde nämlich dann auch gemessen, das ist auch durchaus Wissenschaft, ab der Punkt, ab dem eine Anziehung erfolgte. Das ist ja wirklich auch interessant, ne? Also wie nah kann man da mit bestimmten Sachen reingehen, bevor es angezogen wird. Und die haben das nicht einfach irgendwie so bezeichnet, sondern das haben sie genannt Site where Applied Newtonian Mechanics Trigger Acceleration, kurz abgekürzt CENTA. Und Elfen kommen auch noch drin vor im Abkürzungsdschungel. Also haben sie wirklich eine Studie geschrieben, die nur für die BMJ Christmas Edition gemacht wurde. Sehr nice. Schön. Das ist eine wirklich schöne Studie. Und ist auch wirklich geil, mal zu sehen, was damit passiert. Ja, man sich ja alle sagen, wir auf keinen Fall kannst du das mit reinnehmen. Mhm. Und du fragst dich immer, aber wie weit könnte ich es vielleicht? Ja, also, was ist da, wo ist das Risiko? Jetzt sind wir alle wieder ein bisschen kurz im Christmas. Kurz im abgetaucht. Habe ich noch eine richtig schöne Kontaktanzeige mitgemacht. Willst du die komplett vorlesen? Ja, weiß ich noch nicht, aber ich hatte noch eine andere zur Auswahl, aber ich habe mich für diese krassere entschieden. Also wir sehen hier eine sehr lange Kontaktanzeige, sehr textlastig. Nicht gespart. Nicht gespart. Und ich werde schon einiges davon vorlesen, weil man sich das in Gänze geben muss. Es geht erstmal los in Caps Lock. Mit mir kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt unterhalten. Soweit
Doch, okay, würde ich sagen, kann man als Einstieg nehmen. Und jetzt wird's absurd. Bin süß, intelligent und reich und suche adäquate Frau. Suche Millionärin oder Milliardärin und oder Intellektuelle, Klammer auf, vor allem Mathematik, naturwissenschaftlicher Bereich, Intelligenzbestie, Klammer zu. Bin 1,80, 80 Kilogramm, 57 Jahre alt, Mockeraugen und dunkle, leicht melierte Haare, habe 103 Länder besucht, davon manche sehr, sehr oft. Hauptinteressen Mathematik, Politik, Wirtschaft, Informatik. Ich lerne jeden Tag 12 Stunden Fremdsprachen. Partnerin bis 57 Jahre. Ich suche auch eine Reise- und Diskussionspartnerin. Ich kann das Vermögen meiner Partnerin in vermutlich kurzer Zeit stark vermehren. Bin Superkapitalist. Meine neue Partei soll VLP Globe. Volksliberale Partei, Globuspartei heißt, mit einem Genialprogramm, Internationalist, zum Hautfarbe und Nationalität der Frau sind mir unwichtig, da ist ein Tippfehler drin. Übrigens habe ich mit 3 Jahren alle Grundrechenarten drauf gehabt, mit 6 Jahren. Das ist völlig abstrus, ja. Auch nicht wirklich kohärent erzählt. Ne? Man sieht, ja. Die Frau kommt einmal zwischen und vor, 12 Stunden Fremdsprachen, wo soll denn dann noch Zeit für die nette Partnerin sein? Wenn er irgendwie eine Millionärin oder Milliardärin sucht, wieso soll sie dann das Vermögen innerhalb kurzer Zeit noch stark vermehren? Wieso hat er da nicht so viel? Wieso braucht er das dann? Das wirkt so ein bisschen psychotisch. Ne? Ja. Also wie jemand schreibt, der irgendwelche Wahngedanken hat oder auf jeden Fall nicht in der oder der ein anderes Verständnis der Realität hat, um das ja vorsichtig zu formulieren. Dafür spricht so einiges dieser aber Anfrage. Das ist ja dann schon eher wieder traurig. Genau, ich meine, wir wissen ja nichts über diese Person, ne? Das kann völlig falsch sein, ja. Ich sag nur so, wir kriegen schon auch mal Texte von Personen, die bekannte Psychosen haben, sozusagen, also psychisch erkrankt sind, bekannte Psychose, die aber für selbst verantwortlich sind und auch ähnliche Texte schreiben, sozusagen. Also das sehe ich ab und an mal. Jetzt nicht so super regelmäßig wie jemand, der in der psychiatrischen Klinik arbeitet, aber da würde ich sagen, das hat was davon. So, ne? Gleichzeitig kann das natürlich auch jemand sein, der quasi einen realistischen Blick auf die Welt hat und das trotzdem so zusammen schreibt. So, dann ist aber irgendwas, sozusagen, sind die Erfolgsaussichten, würde ich jetzt sagen, auch nicht groß, vor allem nicht sozusagen für die Zielgruppe, die er da anspricht, ja. Ja, wow. Aber dann noch eine Empfehlung. Ich habe gestern, wir haben Poor Things gesehen. Das ist auch ein toller Film, um so medizinisch zu rätseln. Und also da wird auch vieles möglich gemacht, was jetzt nicht möglich ist, so. Aber sehr spannend auch in die Richtung, denn es sind auch, also es ist ja so eine filmische Vermischung von Realität und Nicht-Realität oder Wunsch oder Fiktion oder wie auch immer. Aber das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Da kann man auch gut rätseln. Gut, sind wir durch. Ja. Sind wir durch. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, über Sternchen, über Zuschriften, Mails, postalisch, wie auch immer. Ja, und ansonsten bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.